Korrelation und Liquidität um einen alten Bekannten, den Bitcoin und natürlich den S&P 500, denn die beiden weisen etwas sehr Spannendes auf. Denn sie weisen eine sehr hohe Korrelation aus, wenn man sich das Jahr 2020 anschaut. Das sieht man hier in Rot dargestellt, der Bitcoin-Verlauf, und in Blau einmal der S&P 500. Und man sieht die eindeutig positive Korrelation momentan im Bereich von 0,6, 0,7, also hier fast schon ein Gleichlauf, den man verzeichnen kann. Ich zeige es gleich auch nochmal in einer extra Grafik, wo ich sagen muss, das finde ich spannend, denn Bitcoin war ja jahrelang auch als Hedge gedacht, wenn es eben im Fiat-Money-System zu sehr abgeht, wenn die Geld- und Fiskalpolitik zu aggressiv ist, also wenn man hier zu gut Deutsch zu viel Geld ins System pumpt, dann sollte eben Bitcoin mit seiner Struktur der Gekapptheit, was die Einheiten angeht, irgendwann ja mal als Safe Haven dienen, um eben das Vertrauen der Investoren zu haben und damit eben auch langfristig eine bessere Investition sein als eben das Geldsystem. Trotzdem zeigt sich seit Jahresanfang, wie stark die beiden Märkte zusammenlaufen, wie hoch diese Korrelation ist. Und das kann ich mir selber nur mit dem Thema Liquidität erklären, denn eins ist Fakt und darauf habe ich ja schon hingewiesen, Bitcoin selber ist kein institutionelles Asset, es zahlt dir keine Zinsen, es zahlt keine Dividende und es wird eben von den großen institutionellen Investoren momentan nach wie vor gemieden, wie der Teufel das Weihwasser meidet, warum die Volatilität ist zu hoch und auch dieser Future, der 2018 eingeführt wurde, bevor der große Crash kam, ist eben für die meisten Institutionellen nicht wirklich angeschlagen. Also man hat da nie die Umsätze gesehen, die man hier haben wollte und auch das ganze Thema Krypto-ETFs ist ja alles noch sehr stiefmütterlich. Also die großen Institutionellen, wenn sie in alternative Assets rein wollen, sind sie eher noch in Gold und in Rohstoffen zu Hause oder bei Währungen. Sie meiden eben hier die Kryptos, bedeutet im Umkehrschluss, dass die meisten Privatanleger hier den Markt also machen und dadurch die Liquidität auch stellen und damit eben auch mit diesen Kursschwankungen, die wir haben, die auch dieses Jahr schon wieder sehr, sehr deutlich waren, das sieht man hier an den Renditen sehr, sehr gut, die müssen eben durch die Privaten auch ausgehalten werden. Also hier der BTC von 0 auf 33% hoch, dann abgestürzt bis minus 20 und mittlerweile auch hier to date wieder deutlich im Plus. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir so schnell wieder Richtung 10.000 US-Dollar Mark laufen. Aber was ich auch sehe, ist, wenn die Aktien tatsächlich hier vorlaufen und ich denke, die sind hier auch kausal der treibende Faktor, dann wird es eben auch für die Kryptowährungen eher schwer, denn man sieht eben schön diesen Zusammenlauf der letzten Wochen und Monate. Und darauf wollte ich hinweisen, denn das ist für mich ein spannendes Phänomen. Schauen wir uns gleich auch in einer Grafik nochmal an. Vorher aber auch nochmal einen Blick auf die Saisonalität, denn die ist auch spannend. Wir haben ja mittlerweile schon 9 Jahre den BTC am Markt, also können hier zumindest ein bisschen Statistik schon betreiben. Für den S&P gibt es das natürlich schon länger und da habe ich ja öfter auch schon darauf hingewiesen, dass hier dieser Sommer-Winter-Effekt gilt und saisonal im Sommer die Kapitalflüsse eher raus aus den Aktien gehen, also auch der S&P 500 sich eher hier seitwärts verhält, während im Bitcoin vielleicht, dass sich nicht jeder angeguckt hat und genau deswegen machen wir das jetzt mal kurz. Hier sehen wir über Seasonax mal die Entwicklung in den letzten 9 Jahren und wir sehen eben, dass zwischen dem 20. Juni und dem 18. Oktober hier eine moderate Seitwärtsphase ist natürlich in einem Markt, der in den letzten Jahren, das sieht man auch hier saisonal, jedes Jahr um 80% gestiegen ist. Ich glaube nicht daran, dass man diese Wachstumsraten lange aufrechterhalten kann. Gibt es ja den einen oder anderen Propheten, der auch 100.000 oder 1 Million Dollar für den Bitcoin als Preis sieht, sehe ich persönlich nicht. Ich bin ja eher skeptisch auf dem Thema, weil eben da keine institutionellen Gelder reinkommen und die Privaten da momentan genau wie eben auch bei Robinhood-Accounts und anderem zocken. Aber man sieht schön hier zwischen dem 20. Juli und dem 18. Oktober geht es annualisiert um 30% fast nach unten. In dieser Zeit 44% sind die Kurse hoch, das heißt in den anderen 56% sind sie runter. Das sieht man hier auch sehr schön. Gerade 2011, wo das Thema noch sehr jung war, hat der Markt hier massiv verloren. In der Spitze sogar um 86%. 2017 war da in dieser Zeit ein sehr gutes Jahr, da hat man sich verdoppelt. Und man sieht hier die einzelnen Möglichkeiten, wie der Bitcoin sich entwickelt hat, was saisonal ganz spannend ist und worauf ich gerne auch hinweise. Und man sieht eben hier auch die Trefferquote von 9 Observationen, ging es dann tatsächlich hier 1, 2, 3, 4, 5 mal nach unten und 4 mal nach oben. Das ist natürlich auch keine sehr signifikante Statistik, aber trotzdem wieder ein kleiner Hinweis, dass diese positive saisonale Phase von April bis Juni jetzt vorbei sein könnte. Und eben auch gerade mit fallenden Aktien der Markt aufgrund der Korrelation sich schwer tut. Und wie die Korrelation genau ist, das schauen wir uns hier nochmal an. Hier sehen wir die einzelnen Renditen vom BTC. Die sind natürlich extrem nach oben und nach unten.
Und in Rot sehen wir die SPY, also die S&P-Renditen, die natürlich deutlich kleiner sind. Aber wenn man die Renditen miteinander korreliert, wenn man also hier eine laufende Korrelation hat, sieht man immer wieder diesen Korrelationswechsel von Long auf Short, also von negativer Korrelation, Aktien steigen und BTC fällt oder BTC fällt und Aktien steigen, hin zur Positivkorrelation. Und momentan merkt man eben, dass man hier auch einen sehr starken Korrelationsschub hatte. Und ich könnte mir vorstellen, dass er diesmal auch längere Zeit im positiven Korrelationsbereich bleibt, so wie es eben auch hier in den Jahren davor tatsächlich der Fall war. Und deswegen würde ich eben sagen, wenn die Aktien fallen, wäre ich persönlich ein bisschen vorsichtig mit dem Thema BTC und würde aufgrund der Korrelation eben das nicht als Hedge sehen, sondern eher vermuten, dass dann das private Geld da auch rausfließt, weil man dann eben doch dem Dollar oder dem Euro mehr vertraut oder das Geld vielleicht in reale Assets tauscht. Und deswegen der Hinweis hier in dem Video: saisonal die nächsten Wochen und Monate sieht es nicht so gut für den BTC aus. Einheitskorrelation könnte passieren. Also wenn der S&P fällt, könnte tatsächlich auch hier der Kryptomarkt fallen. Und mit diesen Hinweisen wäre ich eher vorsichtig für die nächsten 6 Monate, werde sicherlich da auch nochmal eine Short-Position im Live-Trading etablieren und wollte dir nur meinen Gedankengang zeigen. Und wenn du mehr von meinen Gedanken und Analysen haben willst, trag dich gerne unter dem Video ein. Ich mache am 2. Juli ein kostenloses Live-Webinar, wahrscheinlich das letzte vor der Sommerpause. Und wenn du Lust hast, deine Fragen beantwortet zu bekommen und eben meine makroökonomische Sicht der Dinge zu sehen, in mein Live-Depot zu gucken, die ein oder andere Trading-Strategie zu lernen, dann melde dich gerne kostenlos über GoToWebinar an. Den Link findest du hier unter dem Video.